bin ja in einem Umfeld aufgewachsen in Süddeutschland, wo einfach schon ich sehr, sag ich mal, anders war immer. Und das so aufgefallen ist. Und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, einfach in meiner Identifikation. Was auf der einen Seite natürlich dazu führt, so ein Drang irgendwo reinzupassen, aber auf der anderen Seite bei mir dann auch schlussendlich dazu geführt hat, dass ich so akzeptiert habe, okay, ich passe nicht rein, dann mache ich jetzt komplett mein eigenes Ding und mache alles ganz anders. Das sagt Moolay. Sie ist Sängerin, Songwriterin und Producerin und sie macht ihr eigenes Ding. Sagt sie ja hier, ne? Schon immer tut sie das und genau das macht ihre Musik so besonders. Besonders ist auch ihr Debütalbum Lavender. Heute kommt davon schon die vierte Vorabsingle raus, die den wunderschönen mystischen Titel Half Human, Half Dragon trägt. Was ihr über Moolay wissen müsst und was es mit diesem Song auf sich hat, das verrät sie gleich hier im Podcast. Ihr hört den Popfilter am Freitag, den 1. November und ich bin Marie Einter. Hi! I just wanna be held, you know. And I know it's irrational. And I know that it's human, though. I struggle to shake the cold. Gotta protect myself. Gotta preserve my soul. Didn't deserve all that. Better off on my own. It feels like everyone's watching, but nobody sees me. Keine Genregrenzen, viele verschiedene Einflüsse aus R&B, Pop und auch Alternative, experimentell und vor allem ehrlich. So lässt sich die Musik von Moolay am besten beschreiben. Und so sagt sie es im Interview mit uns auch selbst. Dass sie Musik machen will und diese Kunstform als Ausdruck ihrer selbst sieht, das ist schon sehr früh so. Sie singt nämlich bereits als Kind im Chor, später lernt sie ein Instrument und studiert schließlich Musik im Bereich Jazz und Pop in den Niederlanden. Ja, ich würde sagen, Musik hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich hatte das Glück, sehr früh von sehr unterschiedlicher Musik umgeben zu sein. Dadurch, dass mein Vater auch in der Musik arbeitet und sehr viel mit Jazz, klassischer Musik und auch experimenteller Musik arbeitet. Deswegen war ich als Kind sehr früh sehr ungewöhnlichen Klängen ausgesetzt, würde ich sagen, für das Alter auch. Was mich rückblickend bestimmt auch unterbewusst geprägt hat. Im Mittelpunkt steht bei Moolay aber nicht nur die Musik selbst, sondern das Gesamtkunstwerk. Das merkt man auch direkt, wenn man sich so ein bisschen genauer mit ihr beschäftigt und sich zum Beispiel ihre Musikvideos anschaut. Schon während sie an der Uni ist, ist sie immer in Kontakt mit KünstlerInnen, DesignerInnen, GrafikerInnen, TänzerInnen und SchauspielerInnen und sie bekommt dann hier auch ganz viel Input. Später reist sie dann sogar nach Tokio und bindet auch verschiedene kulturelle Einflüsse in ihre Musik ein. Ich sehe mich selber eben als Künstlerin einfach, also als kreatives Wesen, sage ich mal. Und also Musik oder auch Mode oder auch Video als Medium, was ich in dem Moment wähle, um mich eben auszudrücken als künstlerische Person. Und deswegen, man findet halt durch jedes Medium irgendwie andere Wege, Dinge auszudrücken, die man sonst vielleicht nicht ausdrücken kann. Und deswegen finde ich, ist es ein Großes und Ganzes, dass es am Ende sich gegenseitig unterstützt. Und wir sind ja auch als Menschen multidimensionale Wesen erstmal und haben auch mehrere Sinne, die alle gleichzeitig fungieren. So. Neben diesen vielen verschiedenen Soundeinflüssen kann man bei ihr also auch immer mit artsy Musikvideos, Darstellungen und in Szene gesetzten Fotoshootings rechnen. Fans von 2010er Tumblr Fashion Core, die werden ihre Fotos und Videos auf Instagram sicher mögen. Checkt die mal aus. Da ist alles so ein bisschen verschwommen, pastellig und man bekommt das Gefühl, man taucht in so eine ganz eigene Welt ab. Diese Welt, die macht sie auch in ihrem neuen Album Lavender auf. Darin verarbeitet sie eine ziemlich schwierige Zeit in ihrem Leben. Es geht nämlich um toxische Menschen, um zwischenmenschliche Beziehungen und den Weg zurück zu sich selbst. Dabei ist es eigentlich erstmal gar nicht so geplant. Nach ihren ersten zwei EPs Ivory und Anthracite will sich Moolay voll und ganz auf ihr Album konzentrieren. Sie schätzt nämlich Alben als Gesamtkunstwerk und sieht ihr Debütalbum als so eine Art Introduction von sich selbst an die Musikwelt. Aber ne, man kennt's, das Leben, das spielt oft anders. Ich bin durch Phasen gegangen, hatte eine Zeit von sehr viel Herzschmerz, sage ich mal irgendwie. Also es waren so zwei Jahre von sehr viel Trennungen, Enttäuschungen, sehr viel Schmerz irgendwie so.
Und dann, da ich ja sehr persönlich schreibe und auch sehr therapeutisch, würde ich sagen, konnte ich mir das dann im Grunde nicht so ganz aussuchen. Also ich war dann einfach inspiriert natürlich von meiner Situation und von dem, was ich erlebt habe und habe dann angefangen, diese Erfahrungen quasi in Texte und in Songs umzusetzen. Und dann dachte ich mir, habe ich erst so ein bisschen dagegen gekämpft, weil ich ja vorhatte, so eine Vision hatte für mein Album. Und dann habe ich gedacht, ey, ich muss mich diesem kreativen Flow quasi hingeben und kann den nicht bekämpfen, sondern einfach vertrauen. Und wenn das jetzt irgendwie das ist, was ich machen muss, dann ist es das. Auch wenn sich's jetzt vielleicht so anhört, so ein klassisches Herzschmerzalbum ist Lavender nicht. Aber Mudai verarbeitet kreativ das, was während dieser schwierigen Zeit mit ihr passiert. Ja, und wer Erfahrungen mit sowas wie einer toxischen Beziehung hat, der findet sich da bestimmt wieder. Die Arbeit an dem Album hilft Mudai dann dabei, sich selbst wieder zu priorisieren und Zeit in sich selbst zu investieren, anstatt in jemand anderen. Und ja, was soll man sagen, gelungen ist es ihr auf alle Fälle. Heute erscheint, wie gesagt, die nächste Single aus dem Album und die heißt Half Human, Half Dragon. So sieht sie sich übrigens auch selbst, da könnt ihr ja mal interpretieren. Ganz klar ist dann aber die Message hinter dem Song oder sagen wir mal eher ein Mantra. Ich würde sagen, der Song für mich ist so, wenn ich ein Marvel-Charakter wäre, dann wäre das so meine Theme-Musik. Und in dem Song geht es eben, wenn wir es im Kontext des Albums sehen, sind wir da wieder beim Self-Empowerment angekommen, wo wir sagen, okay, ganz kurz, wait a minute, so, ich bin durch diesen ganzen Schmerz gegangen, ich bin durch diese ganzen Gefühle gegangen, aber ich erinnere mich gerade wieder, wer bin ich eigentlich und wer bist du eigentlich und was denkst du eigentlich, dass du dich so, also dass du so mit mir umgehen kannst und dass man wieder so ein bisschen eben diese Perspektive shiftet und sich wieder wirklich selber findet und seine eigene Kraft findet und sagt, okay, nein, das ist nicht, was ich will und ich akzeptiere diese Respektlosigkeit nicht quasi und so ein bisschen zurückschlägt und sich davon so befreit und ja, self-empowered. Na dann hören wir doch jetzt mal diese Theme-Musik von Mulais ganz persönlichem Marvel-Film. Das ist unser Song des Tages, Half Human, Half Dragon von Mulai. Yeah. I am half human, half dragon. Thick skin, lot of baggage. Good, good, gone savage. Good heart, bad habits. I'm a queen, I'm a beast, I'm a fiend, yeah. I'm keeping it real. I'm off a blow, but I'm keeping it classy. Like, call it what you will, but we both know I'ma make it look sexy. I'm feeling myself, ghost in a shell. I am a fucking machine, yeah. This ain't no trip, ain't my fault if you're thirsty. Like, what do you mean? Call me exotic, treat me like an animal. Come closer, I don't bite with her consent. She want a trophy, but all of these bullets on me, that must be miraculous, there's a bad. You ain't aware of the realms I transcend. No start, no end. You wanna show, come watch me then. Is this what you came for? Are you lost? Looking for the end of the door. And what comes? Confidently insecure. Make you one. Layers all across the floor. Dust to dust. A few men of dragon. Baggage, good, good, gone savage. Good, hot, bad habits. I'm a queen, I'm a beast, yeah. Yeah. I am a human of dragon. Thick skin, lot of baggage. Good, good, gone savage. Good, hot, bad habits. But what's a king to a goddess? Give me a ring, ring, ring. But I'm turning tears into diamonds. I'm tripping on numbers from shining it. I'm fucking flawless. You were calling me heartless, but I'ma be honest. You're calling way too much. So I had your number blocked. What? Now I am the villain. Man, call that a lot. I call it willing and do what I must. Call me Lilith, pay for it in blood. Pay respect, look at cut. You see, you're sorry like it wouldn't come with a cost. Ain't got the time, all empathy lost. I kept the graceful for what? Fight it with fire, turn bridges to dust. Is this what you came here for? Are you lost? Looking for the
Half Human, Half Dragon von Moolai ist das, unser Song des Tages im Popfilter und auch ein kleiner Vorgeschmack auf ihr neues Album oder ihr Debütalbum sogar, Lavender heißt das. Das erscheint am 22. November. Wie würde denn euer Theme-Song klingen, wenn ihr ein Marvel-Charakter wärt? Ich werde da mal drüber nachdenken und in der Zwischenzeit könnt ihr diesem Podcast gerne eine gute Bewertung auf eurer Podcast-Plattform of Choice geben. Danke fürs Zuhören. An dieser Folge zusammengearbeitet haben Imke Zimmermann, Noah Schulz und ich, Marie Einter. Tschüss und bis morgen.